Hallo zusammen, ich bin Sarah und bin im dritten Lehrjahr als Koch EFZ. Das ist Nina und sie ist im ersten Lehrjahr. Kommt doch gerade mit, wir zeigen euch gerne unseren Alltag hier im Psychiatriezentrum Münsingen. Am Morgen, wenn wir hierher kommen, gehen wir alle zuerst in die kalte Küche ein Sandwich machen. Und nachdem haben wir um 7:30 eine Teambesprechung. Und wenn die Besprechung dann fertig ist, gehen wir alle unsere individuellen Arbeiten, die können sein, Gemüse schneiden oder einfach das Gemüse oder das Fleisch vorbereiten für den Mittag. Am Psychiatriezentrum Münsingen ist speziell, dass wir ein öffentliches Restaurant haben. Das heisst, wir haben etwa 500 Mittagessen mit den Bewohnern zusammen. Und auch eher speziell ist, dass wir viele Lernende haben. Das heisst, es gibt einen guten Austausch untereinander. Man braucht sicher gutes Durchhaltevermögen, weil man den ganzen Tag auf den Beinen unterwegs ist. Und was sicher auch dazugehört, ist Kreativität und das Interesse daran, den Patienten ein schönes und feines Menü zu liefern. So, das war ein kurzer Einblick in unseren Arbeitstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch noch heute. Tschüss zusammen!